Einfach so, um die Stimmung ein bisschen zu heben. Ja, auf jeden Fall. Ist ja schon ein bisschen langweilig, wenn sich zwei Koffer am Kloppen sind. Oh ja. Ist fast so spannend wie ein Schneckenrennen. Nur ich finde, beim Schneckenrennen ist noch ein bisschen mehr Action. Oder Obwohl. nicht? Ja, das stimmt. Obwohl Ja, eine für dich und eine für mich. der Schleimgehalt bleibt gleich. Auf jeden Fall. So, ich würde sagen, hier unten der Gang ist sehr, sehr kurz. Ja, ich werde hier ein paar Und. Verdrescher mal. Hier kann man keine Verdrescher hinhauen. Doch. Nee. Doch kann man. Sehr schön. Ich würde sagen, dann ist der Gang schon fast erledigt hier. Zwei Verdrescher drin. Und ich bin auch schon wieder pleite. Also Ich von auch. mir aus kann es weitergehen. Okay, jetzt kommen sie von allen Seiten. Nehmen wir erstmal wieder unten, weil den wegen kürzester Weg. Ja, ich nehme hier die Seite. Nimmst du die Seite? Okay. Der muss auf jeden Fall immer schnell sterben. Geh du da weiter hin, ich gehe nach unten. Okay. Hier sieht's gut aus. Unten ist erledigt. Oh, hier läuft auch super. Sind noch ein paar am Leben. Bis jetzt sind sie noch nicht bis zu den Fallen gekommen. Ach, du bist ja auch schon wieder da. Sie sind unten. Ach so. Sind unten? Wer ist unten? Ich glaube, die meinten die hier. Nee. Doch. Okay, gehst du wieder Porter? Ich gehe den anderen. Ich gehe Porter. Du kannst gerne aufräumen. Okay, da. Oh, ich wurde verzaubert. Wer hatte ich denn? Ah, das sind die neuen, da. Der Zyklopenmagier. Paar Schüsse auf den. Und das ist noch so ein kleiner Magier. Ja, genau, das ist der Hobgoblin, den ich da meinte. Okay. Mit dem Zöpfchen. So, die Horde entfesseln. Ich würde sagen, hier habe ich auch nochmal ein, zwei Verdrescher hin. Jetzt ist da oben der Gang wieder So, dran. zwei Verdrescher. Und ich bin wieder pleite. Von mir aus kann es weitergehen. Ja, ich kann eine Fallfalle Falle, verfalle. noch platzieren. Wo haben wir denn noch Platz für eine Fallfalle? Nur oben. Ja, oben die lange Lane, da ist auf jeden Fall noch Platz. Ich glaube, neben dem Porter, ich bin mir jetzt nicht Ich sicher. guck mal ganz nach vorne. Ganz vorne ist noch Platz. Direkt, Ganz wenn sie vorne, rauskommen. yo. So, dann bin ich wieder ready. Ich auch. Und sie kommen erstmal nur vom langen Gang oben. Und ich bin runtergesprungen, oh mein Gott. Bist runtergefallen? Ne, runtergesprungen. Ah, solange du runterspringst, ist alles in Ordnung. Okay, da kommen ein paar Runner. Ja, oh, ich muss mal erstmal hier meine Waffe wechseln, weil ich OOM bin. So, verzaubern. Da ist nochmal ein Ork-Zyklopen-Magier-Typ. Ja, na, dass er dich besiegt. Das kann der nicht. Kann der nicht. Nein, das geht nicht. Ein paar Bogenschützen, die gibt's auch noch. Ja. Ich hätte gedacht, sie wären ausgestorben. Aber es war nicht der Fall. Was war denn das für eine Runde? Das wird immer leichter. Habe ich auch das Gefühl. Von Runde zu Runde wird's Ja, vor allen einfacher. Dingen, wir brauchen gar keine Fallen, oder? Eigentlich nicht. Sollen wir mal eine Runde ohne. Ich lege jetzt auch mal Stachelfallen hier hin. Ach, die hast du auch. Ja. Sehr Ja, warum durcheinander hier denn? hingelegt, aber egal. Ach ja, So, ist das genug drin. reicht. Das reicht. Und hepp. Und von wo kommen Okay. sie? Irgendwas ganz Schnelles kommt da. Ja, ich mach mal hier unten. Ja, das sind die komischen Goblin-Viecher. Die Knolljäger. Genau, ich hatte auch einen. Aber die sind so schwach. Ja, sind die auch. Schön gezielt auf den Kopf. Soll ich dir erstmal helfen unten? Ja, bei mir geht's. Ist alles Okay. super. Okay, jetzt kommt noch ein Gnolli. Ich komme zu dir runter erstmal. Aber der ist verzaubert. Das heißt, er wird gleich in die ewigen Jagdgründe eingehen. Ist schon tot. Oh, da kommt was ganz Schnelles durch. Bomben. Vorsichtig, Bomben. Okay, da ist noch einer. Okay, ich kümmere mich nochmal um oben. Die restlichen kleinen Viecher. Ja, ich gucke, ob wir nichts vergessen haben. Okay. Oh, da kommt noch ein Elementar. Ach, nicht ein Elementar, ein Feueroger. Okay, die zwei Ausgänge sind hier sicher. Dann komme ich zu dir nach oben. Pass auf, neben dir. Ich habe einen Hallo. Verzauberten. Der war ein bisschen am Chillen. Oh, sehr viele Münzen hier, für jeden zwei. Okay. Okay. Und dann kommen hier nochmal zwei Säurefallen hin und ja, noch ein paar Stachelfallen, würde ich sagen. So, und ich bin pleite. Okay. Ich bin Paarleiter. Schatachelfallen. Ich bin ready. Oh, da liegt noch eine Münze.
Okay, ich mache erstmal hier oben, oder? Okay, die kommen unten? Von unten aus beiden Seiten. Ja, ich bleib erstmal hier oben stehen. Du müsstest es ja eigentlich schaffen unten. Denkst du? Ich weiß das. Ich vertraue. Okay. Ich vertraue dir. Du weißt aber, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ja. Und wie sieht's unten bei dir aus? Geht? Also noch geht's. Okay, wenn ich runterkommen soll, sag Bescheid. Jo, wie immer. Hier oben geht auch. Eingang ist erledigt. Okay, bei mir ist auch bis jetzt noch nichts Specialmäßiges gekommen, nur schwere Ork-Krieger. So, die sind die ja eigentlich Gänge, easy going. Die Gänge sind frei unten. Und ich würde sagen, die Runde ist vorbei, oder? Ja, die Gut. Welle ist auch vorbei, das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt platziere ich unten in den Gängen nochmal ein paar Stachelfallen. Ich lege hier nochmal alles mit Stachelfallen voll. Frisch poliert und angespitzt. Die Stachelfallen, was ein... nee. Witz. Nee. Nee, absolut nicht. Nee, absolut nicht. Lass es. Besser ist das. Was ist das für eine... Was ist wie viele... Runner. Das kann doch nicht angehen. Ui. Sehr viele Runner, sie sind unten. Geht klar bei dir? Oh, das sind zwei Zyklopen-Magier. Ich komme. Nee, die habe ich im Griff. Ja, ich bin schon da. Und was ist hier? Oh, Bogenschützen kommen durch. Bogenschützen, egal. Und was ist hier? Hier kommt gar nichts mehr. Oben läuft noch einer. Einer, oh, der letzte. Den hast du aber übrig gelassen noch für mich, oder? Genau. Was kann man denn hier noch hinbauen? Ich baue jetzt hier nochmal den kompletten Boden mit Stachelfallen voll. Okay, ich bin pleite. Gehe. Okay, ich mache hier wieder unten. Dann mache ich ganz unten. Okay. Bei mir kommen eins, zwei Zyklopen und zwei und kleine. Bei mir kamen Runner. Okay. Aber die Runner sind Geschichte. Okay, die Zyklopen, die haben ja nichts drauf. Ich guck mal schnell, wie es oben aussieht. Oh, die haben Bällchen, die dich verfolgen, schießen die. Okay. Oben ist alles in Ordnung. Wie sieht's unten aus? Aua, nicht schießen. Lasst mich in Ruhe, ihr. Aua. Die machen aber schon Schaden. Wenn dich die Bällchen treffen. Ja. Ja. So, ich habe unten verteidigt. Ich komme jetzt nach oben. Unten ist bei mir auch alles in Ordnung. Okay, oben ist auch nicht mehr wirklich viel. Nö. So, dann ist jetzt gleich die letzte Welle. Wirklich nicht viel. Da kommen unten noch mal ein paar Stachelfallen hin. Würde ich auch sagen. Mach ich auch. Dann ist alles voll. Ja, also laufen würde ich hier ungern. Nee. Da ist schon alles voll mit Stachel. Die konnte ich noch platzieren. Ich kann nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Ja, irgendwann muss es ja auch mal reichen, oder? Ja, eigentlich schon. Das hat schon... Die ersten Fallen in der ersten Runde haben schon gereicht. Okay, ich mach mal unten, oder? Gehst du schon? Ich bin unten, ja. Oh, weil das okay. Ist ein Feueroger. Ja, bei mir kommt jetzt gerade auch einer. So, der Feueroger ist tot. Ich höre Bombenviecher. Ich brauche einen Wasserstrahl. Oh, das sind Bombenviecher, hau ab. Oh. Ich glaube, das waren alle. Sind weg. Ja, sind weg. Der Oger ist verzaubert. Der Feueroger. Da kann ich den schön die aufgeladenen Bälle gegen den Kopf schmeißen. Oh, verdammt. Aua, die Stachelfalle hat ihn gelegt. Okay, nur noch oben. Ja, die kommen schon hier unten, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube auch. Okay, da ist ein Feuerball. Da bringt mein Feuerball nichts. Oder meine Feuerwand. Nee, Feuer und Feuer lässt sich schlecht bekämpfen. Genau, das stimmt allerdings. Da kommen noch zwei Trolleys. It's time to troll. Oh Mann, die sind irgendwie stärker geworden. Die halten auf einmal so viel aus, ne? Findest du? Ja doch, schon ein bisschen mehr.
Der ist verliebt in mich. Ja, und das war die Runde. Oh cool, ich drehe mich immer noch. Oh, wir haben nur einen Schädel. Tja. Und wir haben die Wand der Leere. Tötet sofort alles, was hineingeworfen wird. Ja. Okay, Zauberbuch. Die Wand der Leere, ja, das ist ja schon mal... Die Wand der Leere. Das Leer da drin wahrscheinlich. Ich habe nur 9 Schädel. Kann ich vielleicht nur eine Falle aufrüsten? Stachelfalle. Ich rüste mal die Stachelfallen aus. Wer wird schneller zurückgesetzt? So, und ich habe keine Schädel mehr. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten. Und die nächste Folge wird die letzte Folge. Genau. Wenn wir es schaffen. Bis dahin, ja, wenn wir es schaffen. Ciao, ciao. Haut rein, Leute. Macht's gut.